Einsatz für die Polizei in der Innenstadt von Hannover. Eine Schlägerei wurde gemeldet. Müssen wir jetzt mal schauen, was da dran ist. Katharina Mucha und Moritz Fabisch arbeiten in der Polizeiinspektion Mitte. Zu ihrem Revier gehört auch das Rotlichtviertel am Steintor. Es ist kurz vor Mitternacht. Im Vergnügungsviertel gibt es die erste Schlägerei dieser Nacht. Dann sind die alle auf den Schuss gegangen. Da bin ich zurückgegangen, weil ich das nicht alleine schaffe. Da bin ich hochgegangen, haben wir gesagt, runter. Da haben die uns angefangen zu schubsen, angegriffen. Und dann haben wir die runtergezogen. Dieser Randalierer soll zuerst zugeschlagen haben. Er lässt sich kaum beruhigen und muss mit auf die Wache. Also irgendwelche Gäste der Diskothek sind wohl mit den Türstehern in Streit geraten. Einer aus der Gruppe von den Gästen ist dann hier wohl auf dem Boden fixiert worden. Wie der auf den Boden gelangt ist, das wissen wir noch nicht so ganz. Da gibt es unterschiedliche Versionen und das versuchen wir jetzt gerade so ein bisschen zu klären hier. Das ist natürlich bei der Kulisse nicht so ganz einfach. Solche Auseinandersetzungen gehören zum ganz normalen Wochenendprogramm der Beamten. Im Vergnügungsviertel gehören Party und Promille irgendwie zusammen. Mit Folgen. Das ist absolut ein typischer Einsatz. Das sind hier Lokalitäten, wo die Leute entweder schon betrunken reingehen oder dann viel trinken drin und sich dann mit den Türstehern hier streiten. Und wenn dann jemand rausgeschmissen werden soll, weil er sich nicht benehmen kann, führt das häufig zu solchen Szenen, wie wir sie gerade gesehen haben. Die Polizisten überprüfen die anderen Beteiligten der Schlägerei, werden dabei aber immer wieder von einem Mann gestört. Katharina Mucha und Moritz Fabisch sollen sich um ihn kümmern. Hallo. So, Sie kommen jetzt mit. Bitte einmal die Hände auf den Rücken. Bitte einmal die Hände auf den Rücken. Macht einer von euch mal die Akte daran. Wir sind dem Platzverweis nicht nachgekommen. Deswegen nehmen wir Sie jetzt mit. Ich suche die ganze Zeit meine Kumpel. Hallo. Ja. Wir haben es dir ganz aber am falschen Ort anscheinend. Was ist los heute? Bitte sag mal bitte. Weiß ich auch nicht, was heute los ist. Klar ist nur eins. Der Mann hat zweimal die Aufforderung ignoriert, sich zurückzuhalten. Jetzt kriegt er die Quittung. Eine Freifahrt zur Wache. Er kommt in Polizeigewahrsam. Warte, stopp, stopp, stopp. Okay, einmal da hinten in die Ecke setzen, ja? Eine Vorsichtsmaßnahme, um Ruhe ins Viertel zu bringen. Die Polizei möchte verhindern, dass er weiter Ärger macht. Bei einem Platzverweis dürfen sich die Störer 8 Stunden nicht mehr in der Gegend blicken lassen. Halten sie sich nicht daran, landen sie auf dem Revier. Ja, hier links. Auf den Krakehler wartet nun eine Nacht in der Zelle. Ich mach dich keine Stress, keine Sauersinger. Alles gut, gut. Ist doch gut. Das ist so für mich. Und jetzt mache ich hier das ab. Genau. Der Mann hatte sich seine Samstagnacht anders vorgestellt. Und das gibt er den Beamten auch deutlich zu verstehen. Also da gab es jetzt nicht mehr lang zu fackeln, der hat ja schon genug Chancen bekommen. Ne? Also wenn die Kollegen sagen, wir... Pass mal auf, du setz dich jetzt mal hin und benimmst dich mal ein bisschen. Jetzt ist Ruhe. Nein. Benimm dich wenigstens hier, hinsetzen. Ja? Ja. Wie? Also benimm dich doch, es ist doch... Alles gut, du hast gesagt, du wirst nicht mehr aggressiv, also... Was aggressiv? Wie, ich bin so aggressiv oder was? Aber bitte, ey, ehrlich, nicht ganz nah, Jungs. Auf Einsicht warten die Beamten vergeblich. Da helfen nur klare Ansagen und gute Nerven. Aber du hast nicht auf die Polizei gehört. Du hast Alkohol getrunken, wurdest weggeschickt von den Kollegen, weil du dich da nicht benommen hast. Das haben die zweimal gemacht, du hast es zweimal nicht gemacht und beim dritten Mal wirst du halt mitgenommen. Das ist die Konsequenz. Scheiße kann auch mal, ne? Scheiße. Nüchtern betrachtet, ein ganz normaler Polizeieinsatz. Es ist in dieser Nacht nicht der einzige für Katharina Mucha und Moritz Fabisch. 25 Abu für Moritz. Braucht ihr uns zum Absperren? Initiiert komplette Brühlstraße und Richtung KWP gesperrt. Ja, wir sind gleich da. Da vorne soll es irgendwie ganz... nicht unheftig gekracht haben. Ein Unfall auf einer vielbefahrenen Hauptstraße der City. Noch ist die Lage unübersichtlich. Guten Abend. Haben Sie schon einen Fahrzeugschein und Führerschein an den Kollegen ausgehändigt? Warten Sie, das ist alles noch im PKW drin, ja? Wo denn? So, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Haben Sie selber irgendwas am Mann, ein Ausweisdokument von sich?
Der Mann hatte vermutlich die Kontrolle über seinen Porsche-SUV verloren, war über den Grünstreifen geschlittert, zurück auf die Straße geschleudert und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Moritz Fabisch muss nun klären, warum. Sagen Sie mir mal kurz, was passiert ist, was Sie gesehen haben. Ich war beim Ampel. Ja. Er war so schnell. Wer war schnell? Die im Auto, der Erste. Ja, der Erste. Ja. Und er will alles überholen. Er will alles überholen und ich war beim Ampel, dann ich habe gesehen, dass er über die Straße gefahren, weil er will alles überholen und dann alles stoppt. So. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Ich hole jetzt mal den Alkotest raus und gucke, dass wir die Leute, die hier daran beteiligt waren, husten lassen, um zu schauen, ob hier jemand unter dem Einfluss von Alkohol stand, damit wir das zeitnah ausschließen können oder das auch gleich wissen. Katharina Mucher befragt in der Zwischenzeit die anderen Unfallopfer. Ein Ehepaar. Die Frau saß am Steuer. Der Schock sitzt tief. Habe ich noch nie gehabt, sowas. Oder wir haben noch nie einen Unfall überhaupt erlebt und das erste Mal. Also ist man schon so ein bisschen daneben, sagen wir mal. Aber ist Gott sei Dank nichts passiert. Also, das hätte auch anders ausgesehen. Das hätte auch anders. Ich habe gedacht, nee, der reißt uns jetzt mit. Schnell steht fest, sie war nüchtern. Bei der Dame 0,09 und bei dem Herrn 1,56 Promille. Mit 1,56 am Steuer. Das wird Konsequenzen haben. Also er ist unter erheblichem Alkoholeinfluss, hat ein Fahrzeug geführt, hat einen Unfall verursacht. Und ja, das ist dann schon eine Straftat. Das ist nur der Anfang der Ermittlungen. Spuren müssen gesichert, weitere Zeugen befragt werden, um den Unfallhergang möglichst genau zu klären. Was für Geschwindigkeiten waren das? Also ich würde auf jeden Fall sagen, der war deutlich schneller, aber kann ich nicht abschätzen, weiß ich nicht. Und während des Überholvorgangs von dem Porsche hat der BMW auch nach links gezogen und dann ist das hier passiert. Ja, ich glaube, das habe ich nicht genau. Ich habe erst beim Geräusch gehört und habe dann gesehen, wie der so nach links gekippt ist. Häufig ist es so, dass die Unfallbeteiligten, was heißt häufig, das kommt nicht selten vor, natürlich Aussagen zu ihren Gunsten tätigen. Und wir dann irgendwie schauen müssen, wie wir die Wahrheit rauskriegen. Das läuft dann im Nachgang über irgendwelche Gutachten vor Gericht. Und da sind natürlich unabhängige Zeugen Gold wert, die tatsächlich gesehen haben, was wirklich passiert ist. Ja. Doch nicht nur die Rekonstruktion des Unfalls haben die Beamten im Auge. Sie müssen sich auch darum kümmern, dass die Straße möglichst bald wieder zu befahren ist. Ich bräuchte ja noch mal die Feuerwehr da. Von aus dem 01 laufen Betriebsflüssigkeiten aus. Anno 2521. Fahren wird er definitiv nicht mehr. Also das ist bislang eine Spur von, ich sag mal, 5 Meter Länge. Also läuft alles aus, was da in diesem Auto drin gewesen ist, außer Sprit, der bleibt drin. Moritz Fabisch interessiert vor allem eins. Wie schnell war der Porsche unterwegs? Und wie verhielt sich der Wagen, den er überholt hat? Mit Licht ist da am Bordstein schon so ein Abrieb zu erkennen. An der Bordsteinkante. Dann sieht man hier Reifenabrieb und zieht sich dann ja das Bild der Verwüstung da hinten weiter bis über die Grasnarbe und dann wieder zurück auf die Straße. Der Mann hat 2 Poller und eine Ampel umgefahren. Das Trümmerfeld spricht für eine hohe Geschwindigkeit. Fast and Furious mitten in Hannover. Ein spezielles Unfallkommando übernimmt die weitere Spurensicherung. Die Feuerwehr muss die Ölspur absichern. Für Moritz Fabisch und Katharina Mucher ist die Arbeit hier beendet. Sie kümmern sich um den Porsche-Fahrer. Weil wir müssen jetzt mit ihm zur Dienststelle fahren und wir müssen eine Blutprobe von ihm nehmen. Ja? Ein gerichtsverwertbares Ergebnis zu haben, wie viel Blut sie tatsächlich... Kann ich nicht noch mal gucken rein? Nein, das können wir wirklich nicht machen. Kannst du schon mal einen Doc rufen, zwecks 066 für unseren 041, beteiligt 01? Zu dem 033 hier. 1,56 Promille hatte die erste Messung ergeben. Ein Arzt muss nun den genauen Wert bestimmen. Moritz Fabisch hat aber noch einen weiteren Verdacht. Womöglich war nicht nur Alkohol im Spiel.
würde ganz gerne mit Ihnen noch, wenn Sie schon einen Toilettengang hinlegen, einen kleinen Masan-Test, nennt sich das, machen. Der testet auch gleichzeitig, ob Sie irgendwelche anderen Substanzen zu sich genommen haben. Ja? Okay. Dann haben wir das auch schon gleich erledigt. Oh, okay. So, Sie kommen mal kurz mit Ihnen. Ja, gerne. Die Urinprobe soll zeigen, ob der Mann vielleicht auch noch Drogen genommen hat. Kommen gleich mit dem Ergebnis, so setzen Sie sich erstmal hin. Genau, setzen Sie sich erstmal hin, bitte. Genau. Per Schnelltest können die Polizisten in wenigen Minuten illegale Substanzen nachweisen. Der Test überprüft gleichzeitig viele gängige Drogen wie Cannabis, Ecstasy oder Heroin. Ist das Ergebnis negativ, sollten überall rote Linien erscheinen. Ich tue mir hier ein bisschen schwer bei der zweiten Linie von oben. Die erscheint nicht so richtig, sollte sie aber. Die zweite Linie von oben ist Kokain. T1. Gar nichts? Guck mal. Nicht mal ein bisschen. Na. Den Verdacht kann ich nur bestätigen. Ah. Wir haben den Test jetzt durchlaufen lassen. Der fällt positiv auf Kokain aus. Wir testen aber nur das Blut, was wir eh nehmen, auch noch auf Kokain. Und wenn das negativ ausfällt, für Sie egal. Ja? Wenn das positiv ausfällt, nicht so ganz egal. Aber der Test zeigt es an. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige zu. Ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich jetzt anders reagieren, wenn jemand verletzt worden ist. Dadurch, dass niemand zu Schaden gekommen ist, lediglich Sachschaden vorliegt, bin ich jetzt nicht wütend. Jetzt mache ich einfach hier meinen Job. Aber das hätte doch passieren können. Das hätte passieren können, aber da ist hätte Fahrradkette. Ist nicht. Bin nicht sauer auf ihn. Das ist ein erwachsener Mensch.